Gibt's hier eine solche Stelle? Nö. Schade. Naja, gehen wir halt durchs Tor. Ja, bei Diablo 3 bin ich jetzt auch schon weit. Habe ich einen Mönch angefangen. Der ist jetzt Level 36 und ein Hexendoktor, der ist Level 54. Und beide gehen richtig fett ab. Die sind so extrem OP. Und nicht wegen den Items, sondern wegen den Fähigkeiten und so. Wenn ich bessere Items hätte, oh, dann würde ich ja alle Gegner, alle Champions one-hitten. Mit Malteil ist jetzt auch leicht geworden. Habe ich den schnell besiegt. Stefan der Magier. Aha. Da machen sie Modeschau. Wüstenfelsgolem. Oh, nochmal so eine gute EXP-Quest. Okay, Korsum. Also die goldenen Käfer, die sind noch zu hochlevel, die gehen wir zurück nach Fiske nachher. Aber zuerst nach Korsum. Da gehen wir am besten hier hinten durch, da gibt es immer Magnoniten. Magnoniten sammelt ihr am besten dort, wo nicht viele Spiele durchgehen, also an Orte, die ein bisschen abgelegen sind oder keine Wege haben, also ein bisschen abseits der Wege. Und dann findet ihr eigentlich relativ viele. Wenn man nicht so viel Pech hätte wie ich. Aber jetzt momentan habe ich wieder viel Glück. Also 3-4 Mal hintereinander Magnaniten. Das war richtig nice. Weil viel kommen Fels. Also am meisten kommen glaube ich Fels. Und Amber am wenigsten. Aber die sind nichts wert. Ja, Fels sowieso auch nichts. Aber ich glaube Fels braucht man noch irgendwie zum Ausbauen der Festungen. Keine Ahnung. Hab noch nie eine aus. Ich habe ein Gold habe ich schon gespendet in meiner Regnum-Karriere. Und das war mal ganz früher im Let's Play, erste Staffel. Und seitdem nie mehr. Weil ich nicht so viel in Force bin oder in Burgen. Ich bin lieber der, der angreift. Nichts hier. Nicht mal ein kleines Geschenkchen. Ein kleinen Schatz. Mein Schatz! Sodeli, wo? Da oben im Haus. Jetzt kommen noch zwei. Mini-Wespen. Hier gibt es ja auch keine Quest. Ja. Schade, dass in Kosmos keine so wenig Quests kommen. Und sie sind schon alle vorüber, außer glaube ich eine für das Luftding, also eine Folge-Quest, also mit mehreren Quests. Aber dann ist er auch wieder fertig. Also es kommt nach Level 45 noch hier irgendwas. Aber das denke ich nicht. Ich glaub's nicht. Kaum mache ich CW, kommt der nächste Level Killer.
Daumen nach runter. Daumen nach hoch, Daumen nach runter. Dönerbuden Ali. Dönerbuden Ali kackt auf Deutsch. Man muss Ausländerdeutsch reden. Oder Ausländerdeutsch, Deutsch, Schweizerdeutsch. Unbedingt Schweizerdeutsch reden. Die chilligste Sprache, die es auf der Welt gibt. Ohne Vergangenheit und Vorvergangenheit. Ohne Zukunft 2. Mit vielen Abkürzungen. Alles drum und dran. Richtig chillig. Meine Güte, morgens um die Zeit, die haben doch echt nichts Besseres zu tun. Sind halt Ferien. Da vorne steht der. Aha. Ah, Mann, hier sind keine Magnas. Ich find das doof. Richtig doof. Stinkt zum Himmel. Ich will doch nur ein paar Magnus, damit ich sie verschenken soll. Ich weiß nicht, man könnte am Abend dann wieder ein Hidden Seek Event machen. Und dann gebe ich so 20, 30 Magnus raus. Dann habe ich eigentlich jede Woche Zeit, also die nötigen Magnus, um ja, sie zu verschenken. Okay. Aber die vergessen es, ich nehme sie ja denen weg, also die können dann nicht sammeln, weil ich immer die Magnas wegnehme. Nein, Scherz. Ich so viele Magnas sammle ich auch nicht. Nur ab und zu. Beim gerade irgendwo hingehen, mache ich meistens Umwege. Ach Menno, ich muss noch alle Quests machen. Kann man die nicht abbrechen und dann später machen. So, dann nehmen wir lieber hier eine an, weil die Käfer sind einfach noch zu zäh. Sind sie nicht stark, wenn sie orange sind oder rot, aber sie sind zäh wie Kaugummi. Goblinberg, sprech mit Samus, Sherom und tötet großer Bär. Also Sherom ist hier. Oh nein, das ist nicht der Sherom. Der Sherom war ja bei Raya nicht. Weil es irgendwie verbuggt ist. Weil die Richtungsangabe nicht funktioniert. Frau am Boden. So kommen auch als ohne Pferd. Die Quest annehmen oder abgeben und wieder zurück. Basilisas Hose. Und jetzt hier rein wahrscheinlich. Nicht? Okay, dann oben. Okay, zurück. Ja, da kann man ja mit dem Pferd nicht runter. Ah, und hier auch nicht mehr jetzt.
Was wird jetzt da alles angegriffen? Alcius. Die roben ihre Festungen und Forst zurück. Aha. Buch für Levern. Zu weit entfernt. Du mich auch. Ah, oh, ich hasse solche Bugs. Ich bin zu weit weg. Da muss ich mich halt wieder kurz auslocken. Jetzt stehe ich 100% woanders. Das sind so viele Desyncs. Der Server ist extrem Desync-lastig. Und deshalb kann man die Leute nicht anreden. Obwohl man in den NPCs steht, kann man sie nicht ansprechen. Ich dachte, dass wir da drin sind. Das ist die größte Desync-Bude. Ah, je. So. Schon wieder die Kamera so nah dran. Ich hasse das. Man könnte eigentlich auch Ego-Shooter spielen. Na, ja, jetzt. Okay, spielen wir ein bisschen Ego-Shooter. Also jetzt müssen wir ein bisschen reingehen. Schade, dass ich kein Bogenschütze bin, sonst könnten wir auch angreifen. Mit Ego-Shooter-Manier. Kann man die wenigstens so anreden? Natürlich. Doch, man kann sie anreden. So, Deli. Ja, noch eine Quest annehmen. Machen wir die hinten. So. Auch Goblinberg. Also dann gehen wir mal zum Goblinberg. Zum Goblinberg. Das fühlt sich so extrem, fast schon, ja, irgendwie so ein bisschen realistisch an, wenn die Kamera noch wackelt. Nein, die Kamera wackelt nicht, aber ja, doch den Boden wackelt sie schon ein bisschen. Aber das Pferd, das wackelt. So. Also Goblinberg. Man sieht so wenig, also man hat viel weniger Blick. Goblin-Krieger-Meister. Den hoffentlich auch. Ja. Okay. Nicht die Fähigkeit. Zuerst die. Oh nein, jetzt sieht man fast nichts mehr. Okay, jetzt sieht man schon viel mehr. Oh mein Gott, so lässt sich nicht kämpfen. wo war der andere? Da unten drunter. Oh mein Gott. Immerhin. Es geht schon, aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Gehen wir mal ein bisschen nach oben. Hallo? Goblins? Wo seid ihr denn? Ja, hier oben ist gar nichts mehr. Aber hinter dem Berg sind die Goblins meistens öfters vertreten. Aber jetzt sehe ich auch gerade niemand. Ja, dort ist hier einer. Das ist sicher ein Anführer.
Nein. Das sah nur so groß aus. So cool, dass wir so stark sind, obwohl wir eigentlich Level 20er Schwerter haben. Sind wir schon richtig OP. Ich hatte einfach keinen Bock, neue zu kaufen, vor allem, weil sie einfach nirgends zu finden sind. Aber wir können mal nach Raya gehen und schauen. Aufs Dorf oder in Dosim. Keine Ahnung. Weiß jetzt nicht genau, wo es diese Dinge gibt. Vor allem Linkshand bräuchte ich mal ein neues. Das macht nur, glaube ich, 20 bis 28 Schaden. 21 bis 28. Also fast. So, der OP Barbar im Ego-Shooter, also im Ego-Perspektive, greift an. Und jetzt. Seine Hinterrücksattacke. Unsichtbare Attacke. Schleichmodus. Die Schwerter. So, endlich. Okay, noch kurz auf das Pferd gehen. Im Echo-Shooter-Modus und dann ist genug. Ach komm, ich sehe nichts. Jetzt, ja. Ah, es wird ja sowieso unten angezeigt. Okay. Dann gehen wir zurück nach Viskal. Tralala. Tralala. Das World of Warcraft Warlords of Draenor oder wie das heißt, auf den ersten Platz bei Amazon ist, aber bei anderen verdient, also Dingstellen, Verkaufsstellen nicht. Das ist schon komisch. Irgendwie wird Blizzard sicher ein bisschen bei Amazon ja ein bisschen finanziell unterstützt haben oder so, damit sie Warlords of Draenor bisschen hochstufen. Das ist immer so. Weil so beliebt und bekannt ist das jetzt auch nicht. Also die meisten haben World of Warcraft sowieso schon an den Haken gehängt und kommen auch nicht mehr zurück, wenn ein neues Addon kommt. Als ob solche kurzen kleinen Aufbausachen von Clanfestungen sowas von innovativ ist. Das gibt es auch in anderen MMORPGs. Und wahrscheinlich werden es nur Leute kaufen, die extreme Noobs sind, also das Game noch nicht kennen. Oder Leute, die einfach zu viel Geld haben. Und Fans. Aber ich weiß nicht, Fans sehe ich eigentlich nicht mehr so viel. Ich kenne ganz viele Kollegen, die spielten extreme lange World of Warcraft und dann, die haben mir alles gesagt, was so die negativen Punkte an World of Warcraft ist. Da hat eigentlich Regnum noch weniger Punkte, die negativ sind. Ja, World of Warcraft hat halt viel mehr Bekanntheit und ist halt größer, aber ja, dafür auch eben also nicht buglastiger, das haben sie schon gut gefixt, aber ja,
Balancing stimmt nicht und Ungereimheiten, alles Mögliche. Gehen wir in den Südstrand, dort müssen wir, weiß noch nicht, müssen wir noch entdecken, was wir dort machen müssen. Oder einfach die Questlog. Ah, da. Nein, da. Winzige grüne Schildkröte töten. Aha. So, aber nach dieser Quest muss ich leider wieder beenden. Ich muss was essen und noch ein bisschen trainieren. Ja, jetzt werde ich gefordert. Im Fußball. Ich muss denen zeigen, dass ich in eine bessere Liga gehöre. Dass ich dann eventuell zum FC Basel kann. Und dann oh, würde ich endlich mal ein bisschen Anerkennung bekommen. Anerkennung ist für mich wichtiger als Geld. Geld, das spende ich sowieso immer wieder. Nur. Sind die süß, die Schildkrötchen? An anderen Stellen gibt es so große Schildkröten. Die sind ungefähr 4-5 mal so groß. Also vor allem die Anführer von denen. Aber hier sind sie noch ganz klein. Was ist los? Wieso triffst du nicht? Hier bei den Windmühlen sind meistens auch noch ein paar Magneten, weil dort auch niemand durchgeht. Die meisten gehen so wie ich jetzt gegangen bin, so durch, nicht diese Seite. Ah, hätten wir mal einen Anführer, wenn wir es können. Easy. Okay, der heilt sich schon. Aber das schaffen wir. Diese Anführer sind eher für Gruppen gedacht und nicht für einen Einzelnen, aber weiß die Schrift, die ist jetzt unten beim Anführer, also beim normalen Gegner sind ist die Überschrift, also die der Name schon weiß, also nicht mehr grün oder so. Dann bringt's auch nichts. Nur mal just for fun. Eine töten. So. Bisschen herausfordernder. Ah, die zählen auch. Okay. Stimmt. Sind ja auch kleine Schildkröten. So, Dele. Noch zwei. Noch einen. Aha. So. Ah. Guten Morgen. So. Hier hinten durch. Nix. Okay, dann gehen wir hoch zu den Windmühlen. Hat's auch nichts. Wahrscheinlich war schon hier einer. Auch nichts. Aber an vielen Zeitpunkten, also Tageszeiten, gibt es hier reichlich Schätze. Also Magneten nicht so, aber Schätze. Leider sind die Schätze nicht wertvoll. Okay, dann machen wir dann das nächste Mal weiter. Ich mache noch die Reisquest ein bisschen.
Und eventuell bin ich dann am Abend, wenn ich wieder aufnehme, Level 28 oder 29 oder so. Je nach Zeit, die ich habe. So, wo muss ich das abgeben? Da irgendwo. Hä? Da drin? Aha, sie ist noch nicht fertig. Mit roten Pilzen. Aha. Es brachte noch rote Pilze. Schildkrötenflossensuppen, wäh. Diese armen Schildkröte. Das ist genauso wie bei den Haien, wo die Flossen abgeschnitten werden und zurück ins Meer-Ding. Was nützt den Haien das, wenn sie wieder zurück ins Meer können, wenn sie keine Flossen mehr haben? Das ist so extrem qualvoll für die Tiere. Dann ertrinken sie eigentlich. Auch wenn es Haie sind und Kiemen haben, die ertrinken, weil sie nicht mehr vorwärts kommen, nichts mehr richtig, keine Nahrung mehr zu sich nehmen können. Und jetzt? Ah, oh, jetzt braucht er noch was. Oh mein Gott. Da unten den Busch noch einsammeln. Also die Beeren vom Busch. Oder die Blüten vom Busch eher. Würzige Blumen. Aha. Wieso bekommt man Blumen von einem Blütenbusch? Das ist auch wieder eine gute Logik. Und jetzt Gericht an Kanise. Wo ist die Kanise? Wieso hast du so komischen Namen? So, gut, also bis zum nächsten Mal. Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Nein, und bitte liken nicht vergessen. Dankeschön, wäre nett. Wäre super nett. Oh. Können wir gleich noch weiter Reisequests machen, oder? Nein, ist ein bisschen langweilig. Das dachte ich schon, das wäre in Igge. Wäre nach der Frisur. Dachte ich, sie wäre ein Dunkelelf, aber sie hat ja helle Haut. Zu helle Haut für die Igen. Und dann hat sie noch eine schöne grüne Schrift und nicht so ein grässliches Orange. Also da finde ich das Blaue am grässlichsten. Und das Grün, ja, am schönsten. Bin ich müde. Viel zu wenig geschlafen für das Training gestern. Ah, und Hunger habe ich auch. Ich habe vorher gegessen, aber nein, wahrscheinlich zu wenig. Viel zu wenig. Schade, dass man nicht schwimmen kann. Ich würde gerne da drüber schwimmen. Aber die Mauer muss natürlich bis ins Wasser gehen. Och, Menno. Gibt's hier einen Geheimgang? Auf der linken Seite gibt's ne? Einen Geheimgang. Ob's hier einen Geheimgang gibt, keine Ahnung. Aber wie man sieht, nichts. Also ich meine mit der linken Seite. Ungefähr hier. Ja, hier sieht man die zwei Stellen.